Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 67 des gratis Selbsthilfelehrgangs von Vivian Rauber, Psychologin Schweiz. Hier repetierst du alle 12 Organmeridiane und klopfst sie, um sie dir zu merken. Es gibt die außerordentlichen Meridiane, der Zentralkanal. Visualisiere, wie der beim Steißbein hinten den Rücken hinaufgeht, über den Kopf. Das ist das Lenkergefäß und verbindet sich dann mit dem Konzeptionsgefäß und visualisierst, wie es vorn wieder hinuntergeht bis zum Steißbein. Den Verlauf des Streuerstroms rechts und links kennst du mehr oder weniger von der Behandlung des Harmonisators. Dann gibt es die 12 Organmeridiane. Wie du siehst, haben die links eine römische Zahl, um sie zu kennzeichnen. Und sie fließen in dieser Reihenfolge und haben zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Organ am meisten Energie. Beginnend beim Herz von 11 bis 13 Uhr, beim Dünndarm von 13 bis 15 Uhr, zur Blase 15 bis 17 Uhr, Niere 17 bis 19 Uhr und so weiter. Der Herzmeridian, der innere Verlauf, beginnt im Herzen, geht hinunter zum Dünndarm. Ein anderer innerer Ast geht vom Herzen hinauf bis zum Mund, zum Mundwinkel und unter das Auge. Ein weiterer geht zum Arm und zum ersten Punkt unter der Achselhöhle und geht dann auf der Innenseite des Armes hinunter auf der kleinen Fingerseite und geht bis zum kleinen Finger zum Nagel auf der inneren oberen Seite des Nagels. Klopfe beim kleinen Finger auf der Seite, geh hinauf bis ins Handgelenk, zu Dünndarm 5, dem Quellpunkt, klopfe weiter auf der Außenseite des Armes, auf der kleinen Fingerseite, geh hinauf bis wo der Arm aufhört, zu Dünndarm 10, die große Umarmung oder nach Hause kommen. Dann klopfst du wieder zurück im Zickzack bis in die Mitte des Schulterblattes, himmlischer Ahne. Und dann geht es hinauf zum Schulterblatt, obersten Punkt, Dünndarm 12. Und von da durch den Körper hindurch zu Magen 12. Und von da geht der innere Ast durch das Herz bis hinunter zum Dünndarm. Der äußere Ast geht auf der Seite des Halses hinauf bis zu Dünndarm 18, Befreiung aus geistiger Gefangenschaft. Von da geht ein innerer Ast zum inneren Augenwinkel, zu Blase 1 und zum äußeren Augenwinkel, zu Gallenblase 1. Und der äußere Ast geht dann vor das Ohr. Der Blasenmeridian ist der längste Meridian mit 67 Punkten. Er beginnt beim inneren Augenwinkel und geht
über die Stirn bis zum höchsten Punkt bei Blase 7 über den Kopf, etwa eine Daumenbreite von der Mitte des Kopfes. Von hier aus gehen 4 innere Äste durch den Kopf, durch das Gehirn. Einer geht auf den höchsten Punkt des Kopfes, auf Gouverneursgefäß 20 in der Nähe des Kronenchakras. Und von da geht ein innerer Ast wieder durch den vorderen Teil des Gehirnes zum Haaransatz. Ein weiterer innerer Ast geht durch das Gehirn bis oben am Ohr und ums Ohr herum, wo er sich mit dem Gallenblasenmeridian verbindet. Und noch ein weiterer innerer Ast geht von höchsten Punkt des Kopfes durch den hinteren Teil des Gehirnes und kommt hinten am unteren Schädelrand bei Blase 10 wieder heraus. Der oberflächliche Blasenmeridian geht vom höchsten Punkt des Schädels etwa eine Daumenbreite neben der Mittellinie hinunter bis zum Schädelansatz, wo er sich in 2 Stränge teilt, die den ganzen Rücken hinuntergeht. Der innere etwa eine Daumenbreite von der Mittellinie geht bis zur Taille und nachher dann wieder weiter, aber bei der Taille geht ein innerer Ast durch die Nieren und die Blase und kommt dann beim Gesäß wieder heraus, beim Punkt stilles Erneuern. Und wie wir später sehen werden, ist zwischen jeder Wirbel auf dem inneren Blasenlinie ein Punkt, der mit einem anderen der 11 Meridiane in Verbindung ist, so dass der Blasenmeridiane auch wie ein spezieller, ein Wundermeridian wirken kann. Die äußere Blasenlinie führt durch den Rücken hinunter, etwa 2 Daumenbreite von der Mitte entfernt, durch die Punkte Speicher der Fülle, Seelentor, das Schicksal annehmen und untere Freiheit bis zum stillen Erneuern. Auf der Höhe des Kreuzbeines geht vom äußeren Rückenmeridian ein Ast auf die Seite und geht auf der Außenseite des Beines hinunter bis zur Kniekehle, wo er sich wieder verbindet mit dem äußeren Blasenmeridian, der über die Gesäßbacke stilles Erneuern hinten am Bein hinunter ging bis in die Kniekehle. Zum Punkt Rückenabfluss. Von da geht der äußere Blasenmeridian hinten am Bein hinunter bis zum äußeren Knöchel, geht hinten am Knöchel durch, unten am Knöchel durch zum Punkt Umwandlung und dann bis zur kleinen Zehe. Visualisiere und spüre an dir selber den Nierenmeridian, wie er bei der kleinen Zehe beginnt, dort wo der Blasenmeridian aufgehört hatte und unter den Fuß zum ersten Punkt, Blase 1, sprudelnde Quelle geht. Und spüre jetzt, wie er weiter hinaufgeht auf der Innenseite des Fußes um den Knöchel herum
Spür, wie er vom inneren Knöchel weiter hinaufgeht, ein innerer Ast zu dem 3 Yin, zum Milz 6 geht und der äußere Ast weiter auf der Innenseite des Beines hinaufgeht bis zu den Geschlechtsorganen. Spür und visualisier den inneren Ast, der zum Steißbein geht, dann die Wirbelsäule hinaufgeht. Ein Ast geht weiter bis in die Lungen und noch weiter die Luftröhre hinauf und verliert sich in der Zunge. Und ein weiterer Ast geht durchs Herz nach vorn. Der innere Ast ging ja vom Steißbein hinauf, durch die Niere und durch die Blase und kommt beim Konzeptionsgefäß wieder hinaus und bei Niere 11. Beim Schambein einen halben Daumenbreite von der Mittellinie entfernt, geht der Nierenmeridian durch die ganze Bauchregion außerhalb des Brustbeines hinauf bis zu Niere 27 beim Schlüsselbein. Klopfe den Perikardmeridian nochmals und spür nochmals die 3 Punkte. Der innere Verlauf beginnt beim Herzen, geht dann hinunter bis neben den Bauchnabel. Ein anderer Ast geht auf die Seite bis neben die Brustwarze, dann ein bisschen hinauf und auf der Innenseite des Armes hinunter bis zum Punkt Perikard 2, himmlische Quelle. Der befindet sich anderthalb Handbreiten unter der Achselhöhle in der Mitte des Bizepsmuskels. Meridian entlang weiter bis zum Ellbogen, die Mitte des inneren Ellbogens, bis du zum Punkt Perikard 3 kommst, 3 Yin des Ellbogens. Visualisier oder klopf jetzt auf der Innenseite des Armes weiter hinunter bis zu Perikard 6, innere Harmonie. Dieser Punkt befindet sich 3 Finger oberhalb des inneren Handgelenkes. Klopfe weiter bis über die Mitte der Handfläche bis zum Mittelfinger, bis auf die Fingerkuppe des Mittelfingers, Perikard 9. Klopfe den dreifachen Wärmemeridian. Er beginnt beim Ringfinger, geht bis zum Punkt äußere Harmonie, dann auf der Außenseite des Armes weiter bis zur Schulter. Von der Schulter von dreifacher Wärme 14 geht ein innerer Ast und innerhalb der Schulter bis zum dreifacher Wärmer 15, dem natürlichen Arzt. Vom natürlichen Arzt geht ein innerer Ast zum Magen 12 unterhalb des Schlüsselbeines und von dort durchs Herz und durch den Dünndarm wie alle Feuermeridiane. Vom Herz geht der innere Ast wieder zurück bis zum 7. Halswirbel, wo alle Yang-Meridiane sich treffen. Vom 7. Halswirbel geht der innere Ast über
die Schulter und auf der Außenseite des Halses hinauf bis unter das Ohr zu dreifacher Wärme 17. Ein innerer Ast geht durchs Ohr hindurch bis vor das Ohr zu Dünndarm 19. Der äußere Meridian geht ums hohe Ohr herum bis vor das Ohr und auf der Seite hinauf bis zum äußeren Rand der Augenbraue, dreifacher Wärmer 23. Ein weiterer innerer Ast geht von oben am Ohr, dreifacher Wärmer 20, hinein am Haaransatz beim Gallenblasenmeridian durch, weiter bis zu Gallenblase 14, klare Sicht, dann hinunter zu Blase 1 beim inneren Auge, Winkel, dann durch die Nase hindurch und endet bei Dünndarm 18, Befreiung aus geistiger Gefangenschaft. Er beginnt beim Augenwinkel, geht vors Ohr, hinauf neben dem Haaransatz, wieder hinunter ums Ohr herum, vorn bis zur Stirn, wieder zurück über die Schulter und geht dann im Zickzack auf der Seite des Körpers hinunter und auf der Seite des Beines bis zum Fuß, oberhalb des Fußes zur zweiten Zehe. Es gibt aber auch einen inneren, tiefen Verlauf, der zu den Organen führt. Das sind die grün gestrichelten Linien. Von geistiger Klarheit auf der Stirn führt ein innerer Verlauf zum Innenwinkel des Auges, zum Blasen-1-Punkt. Ein weiterer innerer Ast geht von Gallenblase 20 beim Schädelrand, Fenster zum Licht, durch den Kopf unterhalb des Ohres zum dreifacher Wärmer 17 Punkt und vors Ohr zum Dünndarm 19 Punkt. Ein weiterer innerer Ast geht vom Gallenblase 1 beim äußeren Augenwinkel hinunter über die Wange zum Magenpunkt, dann wieder hinauf zum Dickdarmpunkt und auf der Innenseite des Halses hinunter bis zum Schlüsselbein zu Magen 12, oberhalb des Schlüsselbeines. Von Magen 12 haben wir schon beim Magenmeridian gelernt, geht ein innerer Ast durch die verschiedenen Organe hinunter und kommt bei Magen 30 beim Schambein hinaus. Bei Gallenblase 29 geht ein innerer Ast nach hinten zum Kreuzbein, zum Steißbein und kommt dann wieder nach vorn zum Hüftknochen, dem Gallenblasenpunkt für die Hüfte. Klopfe den Lebermeridian in seiner Laufrichtung, um dir Kraft zu geben. Von der großen Zehe über den Fußrücken, über drei Yin auf der Innenseite des Beines hinauf bis zur Leistengegend. Dort geht ein innerer Ast zu tiefe Freude, der Punkt des Milzmeridians, und durch den Zentralkanal und hinauf zu Leber 13. Von dort geht ein innerer Ast durch Gallenblase und Leber und kommt zurück zum Punkt Leber 14, Unterstützung und Nahrung.
Ein weiterer innerer Ast zweigt ab durch die Lunge bis zu Lungen 1, dem Punkt Loslassen. Von Unterstützung und Nahrung geht ein weiterer innerer Ast durch die Luftröhre hinauf bis zum Auge. Von dort wieder hinunter um den Mund herum und weiter hinauf bis zum höchsten Punkt des Kopfes, wo auch das Kronenchakra sich befindet. Beginn in der Mitte des Oberkörpers, klopfst hinunter, gehst um den Dickdarm herum, kommst seitlich bei den beiden Lungenflügeln hinauf, dann geht es wieder zusammen durch die Luftröhre, dann den beiden Schlüsselbeinen entlang hinaus, bis du zum oberflächlichen Meridian kommst, bei Lunge 1 loslassen. Dann klopfst du auf der Innenseite des Armes hinunter über himmlische Quelle, weiter hinunter über den Quellpunkt Lunge 9 im Handgelenk, weiter hinunter über Lunge 10 Körperbewusstsein im Handballen und weiter hinunter bis zum Daumen, bis zum oberen inneren Nagelwinkel. Lunge 11. Beginn bei Nagelwinkel, oberen äußeren Nagelwinkel des Zeigefingers, klopfe hinauf bis zu Dickdarm 4, Schmerzlöser. Dann klopfst du weiter auf der Außenseite des Armes bis in der Falte des Ellbogens, dort wo die Falte aufhört. Und geh weiter, klopfe weiter hinauf bis zu Dickdarm 14. Wenn du den Arm hebst, dann spürst du die Spitze des Delta-Muskels, anderhalb Hand unterhalb der Schulter, am Spitz dieses Delta-Muskels. Der ist in der Verlängerung des Zeigefingers. Und klopfst weiter bis zur Schulter. Wenn du den Arm hebst, sind du zwei Löchlein. Das erste, das vordere Löchlein. Klopfst weiter auf der Seite des Halses, Dickdarm 16. Dann um den Mund herum und wieder auf die andere Seite der Nase, dem letzten Punkt. Der Magenmeridian hat am meisten Energie von 7 bis 9 Uhr morgens, wenn wir frühstücken. Er beginnt unterhalb des Auges, geht hinunter zur Mundecke, um den Mund herum, in die Ecke des Gesichtes, am Rand der Haare hinauf. Und ein innerer Ast geht dadurch, jetzt wieder unterhalb des Auges, um den Mund herum, den Hals hinunter, oberhalb des Schlüsselbeines. Und da geht ein innerer Ast durch den Körper, durch den Magen hindurch und kommt beim Schambein wieder hinaus.
Ein anderer Ast geht zum zur siebten Halswirbel, dort wo sich alle sieben Yang-Meridiane treffen. Dann geht durch die Brustwarze, an der Seite des Nabels hindurch, bis zum Schambein, wo der andere Ast wieder herauskommt. Dann auf der schrägen Außenseite des Beines, neben der Kniescheibe hindurch, weiter hinunter und oberhalb des Fußes. Ein Teil geht zur großen Zehe, ein anderer Teil zur zweiten und ein anderer zur dritten Zehe. Klopfen bei der großen Zehe und bleib in der Mitte des Fußes, von vorn nach hinten die Mitte und von oben nach unten die Mitte. Dort findest du ein Knochen und unterhalb dieses Knöchelchens. Das ist der Punkt Milz 4, geben und nehmen. Dann klopfst du weiter auf der Innenseite, bis vier Finger oberhalb des inneren Knöchels. Milz 6 heißt 3 Yin, weil die 3 Yin-Meridiane, Leber, Niere und Milz, dort vorbeigehen. Dann klopfst du weiter auf der Innenseite, bis unterhalb des Knies, eine Hand unterhalb des Knies, findest du den Knochen, den Kopf der Tibia, im rechten Winkel, Quelle des Yin, Milz 9. Klopfe weiter auf der Innenseite des Beines bis zum Punkt Milz 12, tiefe Freude. Du findest den Punkt, in dem du das Schambein, den Oberrand des Schambeinknochens spürst. Am Rand war ja der Punkt Magen 30, sprudelnde Energie für die Beine. Und dann gehst du noch ein bisschen weiter hinaus bis in die Leiste. Das ist der Punkt Milz 12. Tiefe Freude. Klopfe weiter bis neben dem Bauchnabel. Drei Finger außerhalb hast du die Magenlinie und den Magenpunkt und sechs Finger außerhalb hast du Milz 15 gegen Bauchweh. Spür diesen Punkt. Sehr nützlich bei Bauchweh, bei Periodenschmerzen. Geh jetzt tief in den Punkt hinein, um die Essenz zu finden. Ich bin geliebt. Von da geht ein innerer Arzt durch Magen und Milz und kommt da wieder hinaus. Ein anderer Teil geht hinauf, weiter zum Herz.
Und der äußere Ast geht auf der Seite hinauf und nachher auf der Seite hinunter. Ich zeige es euch schnell an mir. Er geht außerhalb der Brustwarze und geht dann auf der Seite hinunter. Etwas bis in die Mitte zwischen Achselhöhle und Hüfte. Von da geht ein innerer Ast bis zum Mund. Das Kleinkind steckt ja den Daumen in den Mund, um sich zu trösten. Und wenn wir nicht genügend Liebe bekommen haben am ersten Lebensjahr, dann fühlen wir uns oft allein, nicht dazugehörig, einsam. Und das Schöne ist, dass wir durch die Akupressur, durch Arbeit mit dem Magen und Milzmeridian, diese fehlende Mutter im Unbewussten einfügen können. Repetiere täglich während einer Woche, bevor du dann mit der nächsten Lektion weiterfährst.